Ein eleganter Business-Kombi, je nach Ausstattung mit Technik voll bis unters Dach. So eine Mercedes E-Klasse ist als Neuwagen für die meisten Privatkäufer leider unerschwinglich. Jetzt werden die Preise bei der noch aktuellen Generation S213 bei den Gebrauchtwagen aber wirklich interessant und attraktiv. Aber erfüllt das Modell die Erwartungen an einen Mercedes-Benz? Das erfahrt ihr jetzt hier im neuen Gebrauchtwagentest bei 4 Räder zu Gast beim DAT Autohus. Viel Spaß! Das Beste oder nichts. Dieses Statement von Mercedes ist ein hoher Anspruch an die Güte der Fahrzeuge mit dem Stern. Die Ahnengalerie der E-Klasse reicht besonders weit. Offiziell hat die Baureihe erst seit 1993 diese Bezeichnung, mit der Einführung der zweiten Modellpflege des W124. Seitdem gab es Höhen und Tiefen, der aktuelle W213 soll für Erstere stehen. Angeboten seit 2016 gibt es die Baureihe als Limousine, T-Modell namens S213 und Coupé und Cabrio als C bzw. A238. Zusätzlich hat die Offroad-Variante All-Terrain mit X213 eine eigene Modellkennung. Designsprache und Technik teilt sich die Baureihe unter anderem mit C- und S-Klasse, die auch auf der Module Rear Architecture basieren. Mein Testwagen, ein 2018er 300D T-Modell mit Avantgarde-Paket, geht optisch den elegant-dynamischen Weg. Mitte 2020 kam eine Modellpflege unter anderem mit Änderungen an Grill und Scheinwerfern in den Handel. Typisch für Avantgarde und AMG-Line ist der zentrale Stern im Kühlergrill. Bis zur Modellpflege war LED-Licht optional, maximal auch als Multibeam-Ausführung mit maskiertem Dauerfernlicht. Nach der Modellpflege bekamen auch die Limousine und das T-Modell sogenannte Power Domes auf der Motorhaube. Stattliche 4,94 Meter misst der S213 in der Länge und steht in unserem Fall auf 18 Zoll Alurädern im 5-Speichen-Design. Mindestens waren 17 Zöller verbaut. Mit dem hier gewählten Night-Paket für Avantgarde und AMG-Line sind die meisten sonst in Chrom ausgeführten Teile und die Außenspiegel schwarz gelegt. Als Kontrast zum Polarweiß unseres Testwagens sehr passend. Den optischen Eindruck meines Testwagens trüben nur einige Steinschläge. Sonst deutet nichts auf über 160.000 Kilometer hin. Am Heck findet sich eine Chromleiste, leider nur angedeutete Endrohrblenden und serienmäßige LED-Rückleuchten mit Sternenstaub-Optik. Sehr schick. Mit der Modellpflege bekamen diese eine andere Grafik. Weiter gingen die Änderungen bei der Limousine mit komplett neuen, zweigeteilten Rückleuchten. Insgesamt ist der W213 weniger kantig als der Vorgänger W212, aber auch verwechselbarer. Für Nichtkenner kann es besonders bei den Coupés schwerfallen, bei einem flüchtigen Blick eine C-, E- oder S-Klasse zu identifizieren. Als Neuwagen ist die Limousine W213 schon seit Februar 2022 ausverkauft. Der Nachfolger steht ebenfalls schon in den Startlöchern und dreht als Erlkönig letzte Testrunden. Motoren gibt es genug zur Auswahl bei der aktuellen Mercedes E-Klasse. Wir haben verschiedene Benzinmotoren zwischen 184 und 600. Hallo. Motoren gibt es genug zur Auswahl bei der noch aktuellen Mercedes E-Klasse. Wir haben auf der Benzinerseite 4, 6 und 8 Zylinder, dann zwischen 184 und 612 PS, letzteres natürlich in den AMG-Modellen. Diesel gibt es natürlich auch, die aber nur mit 4 oder 6 Zylinder und wir haben dann Leistungsspanne zwischen 150 und 340 PS. Dazu gesellen sich dann je nach Modell ja auch noch verschiedene Plug-in-Hybriden, die mit Benziner- und Dieselvariante, auch sehr interessant, und auch verschiedene Mild-Hybrid-Varianten, die dann aber erst später nach der Modellpflege. Als Getriebe habt ihr zur Wahl ein 6-Gang-Handschaltgetriebe, das aber ganz, ganz selten nur zum Beginn des Modells im E200 Benziner. Ansonsten hat der Wagen immer eine 9G-Tronic, also ein 9-stufiges Automatikgetriebe. Die AMG-Modelle haben dann auch leicht andere Getriebe dabei. Und wir haben je nach Variante und Motor natürlich Hinterradantrieb oder auch den Allradantrieb 4-Matic oder 4-Matic, je nachdem, wie ihr wollt.
Welchen Motor haben wir in meinem Testwagen? Unter dieser langen Motorhaube hier ist der E300D versteckt. Das ist ein OM654, so heißt nämlich genau der Kennbuchstabe von dem Motor bei Mercedes-Benz. Ihr würdet jetzt denken, oh cool, ein E300, der hat ja wahrscheinlich 3 Liter Hubraum. Nein, das ist ein bisschen Etikettenschwindel bei Mercedes, sage ich mal so. Wir haben nämlich hier einen 2 Liter Reihen 4-Zylinder Turbo-Diesel. Der hat dann 245 PS und maximal 500 Newtonmeter Drehmoment. Den gab es im Programm erst seit, oder gibt es erst seit 2018 diesen Motor, weil 18 nämlich dann der E350D aus dem Programm fiel. Das war ein V6 Diesel, der wurde aber aus dem Programm gestrichen. Dafür gibt es jetzt den E300 und den E400 Diesel. Sehr nah ist dieser Vierzylinder auch an seiner vorherigen Sechszylinder-Variante bei den Fahrleistungen. Da habt ihr also wenig Einbußen. Wir haben 6,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und 250 km/h maximal auf der Autobahn. Also da ist er schon sehr flink unterwegs. Wir haben serienmäßig die 9 G-Tronic, also das 9-stufige Automatikgetriebe. Und wir haben hier in dem Fall Hinterradantrieb. Später gab es den Wagen dann auch mit Allradantrieb. Und was verbraucht der? Denn natürlich wurde der Motor eingeführt, weil er ein bisschen Sprit sparen soll im Programm bei Mercedes. Mercedes gab damals sogar 5,4 Liter auf 100 Kilometer im Mix an. Der unabhängige Vergleich bei spritmonitor.de sagt ungefähr 7 Liter. Das haben so die Nutzer des Fahrzeuges herausgefahren. Und das, denke ich, auch passt sehr gut zu diesem Auto. Und es ist eine große Enttäuschung, in einem E300D zu sitzen. Nein, wahrscheinlich nicht. Und so ist es auch gerade. Ne? Also der Wagen fährt sehr souverän. Ich fahre jetzt gerade mal so ein bisschen die ersten Kilometer mit meinem Testwagen. Man geht natürlich davon aus, klar, 300D, früher war es ein Sechszylinder. Den Motor gibt es ja auch erst, seit es den 350D nicht mehr gibt. Der 350D war ja eben ein V6 Diesel. Auch sicherlich ein schönes Triebwerk. Ne? Aber man merkt allein schon bei dem Blick auf das Datenblatt von dem Auto hier, er ist dem sehr nah. Also er hat auch eine sehr ähnliche Beschleunigung, 6,5 Sekunden. Ich glaube, beim 350D war es ein paar Millisekunden darunter. Aber trotzdem ist es schon sehr ähnlich und gerade auch bei der wichtigen Endgeschwindigkeit. Die meisten E-Klassen sind halt linke Spurfahrer auf der Autobahn, ne? Und bei dem Auto hier ist auch 250 ohne Probleme drin und das macht ihn einfach zum entspannten Gleiter. Natürlich haben wir kein V6-Sound. Wir haben jetzt keinen besonders dynamischen Motorsound, der jetzt irgendwie säuselnd ist oder so. Wir haben einen Reihen-Vierzylinder, das ist klar. Und ja, ich lasse mich mal so ein bisschen zurückfallen. Der Bus ist noch weit weg hinter mir. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Da ist es jetzt nicht sonderbar sportliches Geräusch. Hat so ein bisschen Taxi-Charme vielleicht, ne? Kann man ganz blöd sagen. Aber gerade von den Fahrleistungen her ist das gar kein Problem. Wir haben hier übrigens Dynamic Select. Ich fahre jetzt gerade im Komfortmodus und Dynamic Select ist serienmäßig. Das ist eine Sache, die beeinflusst das ganze Fahrzeug. Da können wir jetzt hier mal gucken, mal in der Mitte vom Infotainment-System. Wir haben Motorkomfort, Lenkungskomfort und das ESP jetzt auch auf Komfort. Das sind die Sachen, die da beeinflussend sind. Wir können aber auch Sport nehmen. Dann hält er jetzt auch die Drehzahl ein bisschen höher und hat jetzt auch den Sportmodus vom Getriebe drin. Oder wir gehen halt auch in Sport Plus nochmal rein. Das ginge dann auch. Dann haben wir auch eine härtere Lenkung zum Beispiel. Oder wir steuern das alles über Individual und machen das selbst, wie wir es wollen. Also sehr, sehr cool. Das ist alles serienmäßig in der E-Klasse drin. Und finde ich eine wirklich schöne Sache, dass so eine Einstellbarkeit schon serienmäßig ist. Wir haben zwar keinen V6-Sound hier in der Mercedes E-Klasse mit dem 300D, aber wir haben trotzdem ein leises Fahrgeräusch. Gerade wenn man ein bisschen schneller fährt auf der Bundesstraße oder Autobahn, die jetzt bei meiner Testfahrt noch nicht dabei war, aber zumindest von der Bundesstraße kann ich euch berichten. Und da ist es wirklich ein sehr gediegenes und doch leises Fahrzeug, trotz des Fehlens von 2 Zylindern. Wir haben hier auch mehr Aluminium in dem Auto verbaut als beim Vorgänger, deswegen konnte er etwas über 100 Kilo leichter sein als die Vorgängergenerationen mit einem vergleichbaren Motor. Das finde ich schon mal sehr gut. Trotzdem wiegt hier ein Kombi von 4,94 Meter Länge 1,85 Tonnen. Und das ist da natürlich ganz klar. Er ist damit schon relativ leichtfüßig unterwegs, aber natürlich kein Sportler, wie es vielleicht ein BMW oder auch ein Audi wäre.
Wir haben ja hier eine 9-Stufen-Wandlerautomatik dabei, die 9 G-Tronic. Und da ist natürlich immer die Frage, wie schaltet sich sowas? Ne? Ist das nur bequem oder kann man da auch mal ein bisschen schneller mit beschleunigen? Und das kann man mit dem beides auf jeden Fall. Es ist natürlich am Ende kein Sportgetriebe, ne? Das muss euch klar sein. Wir haben hier ein Wandlergetriebe, was doch nicht so direkt arbeitet dann. Ne? Aber dafür sind die Schaltvorgänge wirklich sehr, sehr weich und der Wagen fährt sich damit wirklich sehr gut. Mercedes hatte damals angegeben, irgendwas über 5 Liter als Verbrauch bei diesem Auto hier. Natürlich haut das vielleicht nicht so unbedingt hin. Wir haben ja auch ein großes Auto, viel Gewicht, das wir mit uns rumschleppen, theoretisch. Aber ich denke mal, gerade so der Verbrauch bei Spritmonitor bei 7 Liter auf 100 Kilometer passt für das Auto super. Und gerade auch bei der gebotenen Leistung des Fahrzeuges finde ich das echt gut, wenn man diese Werte mit dem Auto erreichen kann. Wenn man das übrigens mal vergleicht bei spritmonitor.de, den Verbrauch mit dem 350D, da erreichen die Fahrer dieser Fahrzeuge einen Verbrauch, der ungefähr 0,7 Liter höher liegt als bei diesem Auto hier. Also da merkt man schon, ne, er hat auf jeden Fall einen Verbrauchsvorteil, der Vierzylinder. Hängt natürlich immer davon ab, wie ihr mit dem Auto fahrt. Das Beste oder nichts. Diesem Spruch muss ein Auto erstmal gerecht werden. So auch die Mercedes E-Klasse S213. Es gibt natürlich auch typische Mängel bei diesem Auto. Einer davon, mit dem ich gleich starten möchte, dem betrifft auch gleich diesen Motor hier, den OM654. Da gibt es nämlich teilweise Probleme mit den Schlepphebeln. Was sind Schlepphebel? Das sind ganz simpel gesprochen Verbindungsteile zwischen der Nockenwelle und den Ventilen. Das ermöglicht eben einen anderen Aufbau des Motors. Und da kommt es oft dazu, dass die entweder teilweise auch reißen oder schneller verschleißen zum Beispiel. Oder auch dadurch, dass die Nockenwellen einlaufen. Also da gibt es Probleme, aber das jeweils nur bis ungefähr Mitte 2018. Selten kann es bei den Vierzylindern auch mal dazu kommen, dass ein unwilliges Fahrverhalten ist, dass der Wagen sich sogar selbst abwirkt zum Beispiel. Das kann dazu kommen, wenn ein Stecker im Steuergerät einen Fehler hat. Da gibt es teilweise Kontaktprobleme und das ist dann relativ einfach zu beheben. Ganz, ganz selten. Wir haben natürlich hier Steuerketten, wie typisch bei Mercedes dabei. Kommt es auch da zu Problemen, da aber nur bei den Vierzylindern. Aber das ist wirklich selten, gerade im Vergleich zu anderen Modellen. Manchmal kann es auch dazu kommen, dass die E-Klasse zum Beispiel auf der Autobahn in den Notlauf fällt, was dann sehr, sehr tragisch ist, weil ihr dann nicht schneller fahren könnt zum Beispiel und in einer sehr unglücklichen Situation sein könnt. Das sind aber Softwareprobleme, die dann auch relativ einfach zu beheben sind. Es gab natürlich auch verschiedene Rückrufe. Zwei möchte ich mal herausstellen bei den Antrieben. Da haben wir nämlich einmal Ölverlust beim Turbolader. Da gab es auch sogar Brandgefahr oder auch einen Kühlmittelverlust im Kühlkreislauf. Auch da gab es Brandgefahr. Diese beiden Sachen wurden aber jeweils im Rahmen der Mercedes-Werkstatt oder eines Werkstattbesuches abgestellt. Alle Motoren der Mercedes E-Klasse W und S213 haben eine per se wartungsfreie Steuerkette und zum Glück gibt es damit auch nur selten Probleme. Natürlich müsstet ihr euren Mercedes auch mal zum Service bringen. Das dann immer Assist A oder Assist B, das sind verschiedene Serviceumfänge, auch bei der E-Klasse. Das dann entweder im Rahmen, meistens alle 25.000 Kilometer oder ein Jahr. Das entscheidet euer Auto aber auch von der Ölqualität und von eurem Fahrverhalten selbst, wann da eure Warnlampe aufleuchtet. Mercedes steht für Komfort. Kein Wunder, dass die Vordersitze bereits serienmäßig, zumindest teilweise, elektrisch einstellbar sind. Nur die Kopfstützen und die Längsrichtung wird manuell justiert. Optional ist fast alles zu haben. Vom Sitzkomfortpaket mit elektropneumatischer Vierwege-Lendenwirbelstütze, Neigungs- und Tiefenverstellung über die vollelektrische Verstellung mit Memory-Funktion und Tasten an den Türtafeln bis zu den Aktiv-Multikontur sitzen, die eine Massagefunktion sowie variabel und automatisch aufblasbare Luftkammern für bestmöglichen Seitenhalt bieten. All das wurde bei unserem Testwagen gewählt. Mit dieser Konfiguration ist die E-Klasse erst recht ein Garant für Langstreckenkomfort, auch nach mehr als 160.000 Kilometer. Standard wäre beim Avantgarde eine Kombination aus Artico-Ledernachbildung und Stoff, gewählt wurde bei uns aber schwarzes Leder. Eine Basis E-Klasse hätte Stoffsitze. Die vorderen Gurte sind höhenverstellbar und optional ist die automatische Airbag-Deaktivierung für den Beifahrersitz erhältlich, die aber markeneigene Kindersitze erfordert.
Isofix für vorne rechts gibt es leider nicht. Die Übersichtlichkeit ist trotz der Fahrzeuggröße okay. Nicht bei unserem Testwagen dabei, aber erhältlich ist die Servoschließung für die Türen. Ich sitze jetzt hier auf dem Chefsessel oder zumindest dem Sitzplatz des gehobenen Außendienstmitarbeiters einer Mercedes E-Klasse. Hier drin haben wir ja einen schönen Kontrast, finde ich, zwischen analogen, klassischen Instrumenten, wie zum Beispiel hier der Uhr oder auch den Tasten, die wir hier noch haben, und diesen beiden großen Bildschirmen, diesem Widescreen-Display hier. Das hat eine schöne, geht schön einher mit der klassischen und der modernen Linie. Zu eurer Einordnung, wir haben hier das Modell Avantgarde, auch im Innenraum mit der Optik, damit ihr das schon mal so einordnen könnt. Eine AMG-Line würde teilweise noch anders aussehen und natürlich auch die Basisausstattung würde auch noch anders aussehen. Gut, wir starten aber direkt auf der Türblende und das ist immer ganz interessant bei Mercedes, zumindest bei vielen Modellen, die optionalen vollelektrischen Sitze dabei haben. Die haben wir nämlich auch dabei, sogar die Multikontursitze. Und da haben wir nämlich hier an der Türtafel direkt die Einstellbarkeit der Sitze. Das finde ich cool, weil man sieht es einfach mal, wenn man es verstellt. Sonst hat man es ja immer am Sitz dran, auch bei der E-Klasse, wenn wir nur die Standardsitze hätten. Wir haben hier die Multikontursitze, die wir elektrisch einstellen können. Und so kann ich das hier auch direkt am Sitz oder an der Türblende verstellen. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Hinten die Memory-Funktion mit 3 Speicherplätzen. Und oben haben wir dann auch die Sitzheizung natürlich. Die ist auch optional zu haben gewesen. Genauso auch in der Sitzklimatisierung zum Beispiel. Oder auch das Wärmekomfortpaket. Dann hätten wir sogar beheizte Armlehnen. Also auch sehr, sehr elegant. Wir haben hier die Sitzheizung für die linke Seite. Und wenn wir von der linken Seite aus die rechte Seite einstellen wollen, können wir das auch tun, indem ich einmal hierauf tippe. Dann leuchtet das rot. Und dann kann ich quasi mit den Tasten hier auch die Sitzheizung für die rechte Seite einstellen. Das ist auch eine ganz praktische Sache. Hier vorne habe ich eine ganz toll ausgefräste Abdeckung für einen Lautsprecher des Burmester Soundsystems, was wirklich sehr, sehr gut klingt, aber dann noch ein bisschen mehr. Das wäre sonst, wenn wir das nicht hätten, ganz normal schwarz, hier aber schön gemacht. In der Mitte Türöffner und die Zentralverriegelung, hier ein Türgriff. Dann gibt es hier 4 elektrische Fenster hier, aber die lassen sich hinten auch sperren natürlich. Und davor haben wir die elektrische Spiegeleinstellung, genauso wie die Spiegelheizung, die immer serienmäßig ist. Davor haben wir aber noch bei unserem Modell das elektrische Anklappen der Spiegel. Das ist optional gewesen, genauso auch wie das in den Paketen enthaltene automatische Abblenden des linken Außenspiegels und auch des Innenspiegels. Gut, wir gehen hier unten einmal in der Türblende, da haben wir 2 Tasten. Immer serienmäßig hat die E-Klasse hier eine Easy-Pack-Heckklappe, das heißt eine elektrische Heckklappe. Und auf der linken Seite können wir bei unserem Auto sogar auch vom Fahrerplatz aus die Anhängerzugvorrichtung ausklappen. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Vor meinem Knie habe ich hier einesteils den Lichtschalter, aber darunter habe ich nochmal die Parkbremse, wie typisch bei Mercedes, natürlich hier auf der linken Seite angebracht. Darüber den Lichtschalter, wie gesagt, der Lichtsensor ist serienmäßig gewesen. Nebelscheinwerfer haben auf der linken Seite und an die Nebelschlussleuchte, weil wir haben natürlich hier die LED-Scheinwerfer, ne? Die haben keine einzelnen Nebelscheinwerfer dabei. Daneben haben wir dann nochmal die Einstellbarkeit auch der Instrumentenbeleuchtung. Darüber gibt es dann hier noch ein paar Tasten, schön in schwarz glänzend umgesetzt. Das variiert je nachdem, wie viel Assistenzsysteme eure E-Klasse hat. Wir haben hier 2 Tasten belegt, den Lenkassistenten einmal und auch den Spurhalteassistenten, sonst ist sie auch nicht mehr belegt. Gut, vor unserem Auge sticht uns ins Auge das Lenkrad. Das ist bei E-Klasse immer gewesen, ein Lederlenkrad mit Multifunktion und Touchmöglichkeit. Das war immer dabei. Wir haben in diesem Auto aber die Variante 2 von 3, so könnte man das bezeichnen. Wir haben nämlich hier einmal dabei nicht das Facelift, nicht die Modellpflege, wie es bei Mercedes richtig heißt, sondern die Variante 2 des Lenkrades. Die gab es schon vor der Modellpflege. Da haben wir dann hier diese typische Spange in Silber gehabt und wenn wir kein AMG-Line haben, das hier schwarz mit Klavierlackoptik hinterlegt. Bei der AMG-Line wäre das alles komplette Silber in Alu-Look und hier unten noch abgeflacht. Davor gab es auch eine andere Variante, die sah noch ein bisschen klassischer nach Lenkrad aus, sage ich mal so. Und da hatten wir aber auch schon diese Touch-Möglichkeiten hier drin. Wir haben darüber hinaus natürlich dann in der Modellpflege ein anderes Lenkrad mit diesen 2 Speichen pro Seite, das dann voll auf Touch-Funktionen setzt. Gut, wir haben bei uns dann hier auch Schaltwippen hinten dran. Interessanterweise haben wir auch eine elektrische Lenkradverstellung. Das geht mit einem kleinen Hebelchen, der hier hinter dem Lenkrad angebracht ist. Auch sehr, sehr praktisch.
Und es gab natürlich auch eine Heizbarkeit des Lenkrades, das natürlich optional. Hinter dem Lenkrad haben wir, wie typisch bei Mercedes, einen Kombihebel, so nennt sich das Ganze. Wir haben hier nämlich die Kombination aus Blinkerhebel und auch dem Wischerhebel, weil wir auf der rechten Seite nur die Einstellmöglichkeit für das Getriebe haben. Da haben wir einmal D, die Fahrstufe ganz nach unten drücken, Rückwärtsgang ganz nach oben. In der Mitte wäre dann N, wenn ich das einmal so tippe. Und hier, wenn ich rauf tippe, habe ich wieder die Parkstufe P. Übrigens noch eine Sache zum Lenkrad nochmal dazu. Wir haben ja sonst bei Mercedes immer einen extra Tempomatenhebel gehabt, der hier hinter dem Lenkrad auch nochmal war. Früher war der hier oben, später war er dann unten und nicht mehr zu sehen. Wir haben das jetzt mit dem neuen Lenkrad dann derzeit dann sofort auch direkt auf dem Lenkrad gehabt, was ich ganz praktisch finde, weil dann sehe ich ja einfach die Tasten, die ich bediene. Irgendwann bediene ich das sicherlich blind, aber später oder wenn ich das Auto steige als Erste oder Mietwagen habe, vielleicht ist es ja praktischer, wenn ich die Tasten erstmal sehe. Ich habe hier übrigens nicht nur den Tempomaten dabei, sondern auch die Distronic-Funktion, sprich der Wagen hält den Abstand zum Vordermann mit der Einstellung hier, die ich habe. Ich kann den Abstand hier nochmal variieren zwischen viel und wenig. Genau, ansonsten zeige ich jetzt direkt mal den Schlüssel, denn ihr seht hier nicht viel, wenn ich keinen Schlüssel euch zeige. So sieht er nämlich aus. Das ist der Mercedes-Schlüssel gewesen zu dieser Zeit oder jetzt glaube ich auch noch bei der A-Klasse zum Beispiel auch noch. Wir haben hier das Schließen, das Öffnen dort und die Heckklappe. Der Schlüsselbart ist integriert, den können wir hier rausziehen, wenn wir den mal benötigen, wenn die Batterie des Schlüssels vielleicht mal leer sein sollte. Genau, den müssen wir nur im Auto haben, denn wir haben serienmäßig schon einen Startknopf hier dran an der Instrumententafel. Wir haben optional aber auch das System Keyless Go, da könnt ihr dann quasi zum Fahrzeug gehen, am Türgriff ziehen und der Wagen regelt sich, sobald ihr den Schlüssel bei euch habt und ihr könnt den Wagen genauso einfach auch verriegeln. Was die E-Klasse auch bot oder bietet, ist die Möglichkeit einer Smartphone-Öffnung. Der Wagen ist also auch vorbereitet für Carsharing, sage ich mal so. Ihr könnt also auch mit eurer Smartphone-App das Auto dementsprechend entriegeln. Gut, Schlüssel muss nur im Auto bleiben. Ich tippe einmal hier auf den Startknopf auf der rechten Seite und möchte euch jetzt hier einmal die Zündung starten. Und ihr seht hier alles schon auch schön starten. Wir haben hier wirklich diese Widescreen-Displays. Das war ja bis zur Modellpflege optional. Ihr habt in der Basisvariante nämlich hier vor uns wirklich ganz normale Rundinstrumente bekommen mit zwei Uhren und in der Mitte dann ein Display, so wie ihr es von früher auch kennt. Wir haben in diesem Auto hier das Widescreen Paket, richtig ausgesprochen. Da haben wir nämlich zwei Displays. Wir haben hier vor uns 12,3 Zoll. Das müsste genauso 12,3 Zoll haben. Das war bis zur Modellpflege so. Nach der Modellpflege habt ihr immer zwei Displays hier gehabt, die aber kleiner, ich glaube so 10, noch was Zoll. Optional war es dann auch etwas größer. Ich bediene das nur ganz kurz für euch durch, weil vielleicht kennt ihr das schon aus verschiedenen anderen Videos. Ne? Ich blende euch das auch nochmal ein. Wir haben hier die Tasten auf dem Lenkrad, auf der linken Seite nämlich. Da gehe ich hier einmal über das Touchpad und kann hier wischen, kann hier nach links und nach rechts wischen, kann hier auch einstellen, zum Beispiel, was ich in den Rundinstrumenten haben möchte. Auf der rechten Seite kann ich nicht nur die Drehzahl anzeigen, sondern zum Beispiel auch den Bordcomputer oder die Navi-Informationen. Ich kann dann hier einmal in die Mitte wischen und habe dann hier auch verschiedene Anzeigen aus dem Bordcomputer. Wenn ich hier aber nach links und rechts wische, wenn ich hier einmal zurückgehe zum Beispiel, dann habe ich hier auch die Assistenzsysteme, den Service oder auch, wenn ich in die andere Seite gehe, nochmal die Navigation oder die Radiosender. Da gehe ich jetzt mal rauf zum Beispiel. So sieht das dann hier aus. Ne? Da habt ihr dann hier auch die Einstellmöglichkeiten dafür. Ich mache das mal flink leise. Genau, dann nochmal zurück und dann habe ich hier wieder die Medien auch zum Beispiel auf der anderen Seite, das Telefon oder auch die verschiedenen Anzeigenstile, die ich direkt hier über einstellen kann. Ich gehe wieder in den Reiserechner rein. Genau, das wieder zurück und finde ich wirklich sehr interessant, wie das hier einfach funktioniert. Wir haben ein schönes Display hier dabei. Natürlich ist der Funktionsumfang dann nochmal ein bisschen mehr geworden, wenn wir das MBUX-System haben, also das größere System, was dann nach der Modellpflege kam. Ansonsten, die Anzeigen sind ganz klar. Linke Seite Geschwindigkeit, rechte Seite Drehzahlmesser, wenn wir ihn da eben eingestellt haben. Ansonsten unten auch die Fahrstufe und das Fahrprogramm, zum Beispiel Komfort. Wir können das Getriebe umstellen in Komfort und in sportlich, sage ich mal so. Und noch verschiedene Warnlampen, wie zum Beispiel eine Parkbremse und Außentemperatur und Uhrzeit. Optional gab es bei der Mercedes E-Klasse natürlich, genauso wie es heute auch noch gibt, ein Head-Up-Display, was direkt auf die Frontscheibe projiziert. Das haben wir ja leider aber nicht dabei.
Einen Blick auf die Infotainment-Systeme möchte ich bei der E-Klasse jetzt auch mal werfen, einfach weil es so umfangreich ist. Wir haben hier ein Vormopf, also eine Vormodellpflege. Da war serienmäßig das Audio 20. Das war dann ein Radio mit großem Monitor und auch den Controller-Bedienung. Da war Bluetooth aber immer auch schon optional zu haben. Genauso wie das Garmin Map-Pilot-System. Das war dann ein SD-Karten-Navigationssystem. Das Command Online war immer optional. Das haben wir hier dabei. Und da ist auch dann das Touchpad dabei, was wir hier auf diesem Controller haben. Ich blende euch den Controller jetzt mal ein. Da seht ihr oben jetzt das Touchpad. Da haben wir drei Tasten nochmal drauf. Auch zurück, weiter und home. Und unten habe ich dann den Controller, der hier quasi drunter liegt. Den kann ich trotzdem sehr praktisch und sehr gut bedienen. Und noch Tasten für zurück und für home. Ich finde es super, dass wir den Controller hier haben, weil das ist einfach eine sehr coole Bedienung. Ich kann auf die Straße gucken. Ich muss nicht irgendein Touchscreen bedienen, sondern kann den Controller hier benutzen. Das finde ich halt einfach sehr, sehr praktisch. Nach der Modellpflege oder bei der Modellpflege hat sich Mercedes aber gedacht, komm, wir machen das Ganze jetzt moderner. Da kam dann MBUX rein. Dieses Wort oder diese Abkürzung bei Mercedes, was eine neue User Experience dann bringen sollte. Da kam dann zum Beispiel auch die natursprachliche Interaktion rein, die dann auch optional zu haben war. Ne? Also, hey Mercedes, darauf hört das Auto hier noch nicht. Ich müsste dann die Sprachsteuerung, die bei dem Auto verbaut ist, mit der Taste hier aktivieren und kann dann hier auch die Sprachsteuerung bedienen. Genau, ich bin hier einmal zurückgegangen. Und das geht aber nur mit festgelegten Kommandos, nicht mit dieser natursprachlichen Interaktion wie bei MBUX. Genau. Apple CarPlay, Android Auto war aber auch schon vor der Modellpflege immer optional zu haben, bei Command sogar serienmäßig. Optional gibt es noch verschiedene andere Varianten, zum Beispiel DAB Plus gab es optional ab der Modellpflege dann serienmäßig. Das Burmester Soundsystem mit 13 Lautsprechern und einer richtig guten Leistung, was wir hier bei dem Auto dabei haben, klingt sehr, sehr gut. Wir haben dann auch noch einen TV-Empfang, das aber nur bei dem Command Online jeweils zu haben gewesen. Also wirklich sehr, sehr viel, was wir hier auch bekommen konnten. Nach der Modellpflege ist übrigens der Controller entfallen. Da haben wir nur noch ein Touchpad hier in der Mitte. Geht auch. Und natürlich ein Touchscreen. Wir haben hier noch keinen Touchscreen. Also wir können hier tippen, wie wir wollen. Das geht nicht. Trotzdem habe ich hier wirklich eine gute Bedienbarkeit. Und ich zeige euch jetzt endlich auch das System. Ich gehe mal in die Home-Ansicht rein und kann hier meine Hand auch schön auf den Controller legen, ohne dass was passiert. Ich habe hier Navigation, habt ihr eben schon gesehen, die Karte. Ne? Radio kann ich hier machen. Das muss ich aber gleich wieder leiser stellen wahrscheinlich. Da habe ich hier auch verschiedene Sender, die ich dann hier durchscrollen kann zum Beispiel. Ich kann auch immer das nach rechts kippen und kann hier die Radioquelle anwählen. Tune-in geht hier auch über bei dem Fahrzeug. Da ist aber die Frage, sind die Connect-Dienste, genau, deaktivieren Sie den Dienst über Mercedes Me Connect. Aber es ist eine coole Sache, wenn das eben auch schon geht in dem Auto. So modern war eben auch schon Internetradio in so einem Fahrzeug. Medien kann ich dann hier machen. Ne? Ich habe hier kein USB verbunden. Ich kann aber ansonsten auch Medienquellen wählen und zum Beispiel auch Bluetooth-Audio oder auch eine Speicherkarte wählen. Genau. Den Klang einstellen kann ich hier. Da habe ich wirklich sehr hohe, sehr weitere, viele Klangeinstellungen, eben weil ich hier auch das Burmester Soundsystem habe. Ich gehe wieder ins Menü zurück, habe hier das Telefon, das ist nichts Besonderes. In-Car-Office geht auch nicht, weil wir keine Mercedes-Me-Dienste haben. Connect zum Beispiel, na, da geht ihr da rein, da habt ihr Mercedes-Benz-Apps, einen Browser, dazu braucht ihr auch Mercedes-Me Connect. Da wollte ich jetzt einmal nicht hingehen. Genau, den benötigen Datentarif, um das eben nutzen zu können. Ne? Das kann man hier dann eben auch, aber ich weiß nicht, wer einen Browser benutzt im Auto. Das ist ein bisschen die Frage. Ich kann aber wieder in Connect gehen und kann dann hier einmal zurückgehen und habe dann hier, ja, Browser schließen und habe dann hier auch Mercedes-Benz-Apps, Link-Funktion vom Smartphone, Apple CarPlay, Android Auto wäre ja auch möglich natürlich. Finde ich auch sehr, sehr gut auf dem großen Display. Dann habe ich hier verschiedene Fahrzeugeinstellungen, die ich alle tätigen kann, auch über Dynamic Select natürlich oder die Ambientebeleuchtung, dazu komme ich später nochmal. Und auch das System hier, wo ich alles einstellen kann, wo ich mir Handys verbinden kann zum Beispiel oder auch die Stile wählen kann, das habe ich hier zum Beispiel. Da habe ich hier einen klassischen, sportlichen, das seht ihr jetzt auch vor mir direkt. Sieht wirklich sehr, sehr sportlich aus. Klassischen habt ihr eben gesehen. Oder auch progressiv, dann habe ich hier so ein zentrales Rundinstrument und links und rechts einfach so große Ziffern. Ja, sehr, sehr interessant, ne? Kann ich auch machen. Ich mag die klassische Linie, aber am meisten, es passt einfach am besten zum Auto. Gut, ich gehe wieder ins Menü und ansonsten habe ich auch nicht viel. Ich finde es ein schönes System. Natürlich ist MBUX nochmal ein bisschen schicker und nochmal ein bisschen größer dann umgesetzt und einfach moderner. Das haben wir hier. Wozu könnt ihr das Touchpad benutzen? Da habe ich hier verschiedene Möglichkeiten, wo ich ja auch weiter scrollen kann. Ich kann das auch machen. Das ist gar kein Problem. Ich kann auch darüber schreiben natürlich in der Navigation oder auch hier unten Menü antippen, zurück oder auch weiter, wenn ich hier
ja, eben ein Gerät verbunden hätte oder gerade das Radio gerade eingeschaltet hätte. Genau, finde ich sehr gut umgesetzt. Das ist ein Infotainment-System bei Mercedes, ne? Kann auch mithalten auf jeden Fall. Wenn ihr was Moderneres haben wollt, müsstet ihr auf die Modellpflege setzen. Nach dem kurzen Blick auf die Navigations- und Infotainment-Systeme haben wir hier dann an der Zahl 4 Lüftungsdüsen, die sich hier alle schön verstellen lassen und auch hier auch schön verschließen lassen mit solchen 2 Drehreglern. Das finde ich auch sehr, sehr schick und elegant. Darunter habe ich dann hier die Klimasteuerung in der Mitte. Serienmäßig ist in jeder E-Klasse eine 2-Zonen-Thermatik. Da könnt ihr quasi links und rechts die Temperatur einstellen. Optional ist die Thermotronik. Dann habt ihr noch eine 3. Klimazone für hinten, wo ihr dann auch noch die Temperatur einstellen könnt. Wir haben natürlich optional auch eine Standheizung, die es gab und gibt, und auch die Heizbarkeit der Frontscheibe. Genauso gibt es auch eine Beduftung für den Innenraum, also eine Ionisierung, die wir auch bestellen konnten und können. Unten gibt es dann hier noch verschiedene Tasten für das Infotainment-System, habe ich euch schon gezeigt, ne? Genauso wie auf der rechten Seite nochmal die Fahrzeugeinstellungen und auch die Warmlenkanlage, die wir hier direkt drauf haben. Ich gehe wieder einmal zurück ins Navigationssystem. Und in der Mitte habe ich hier auch noch eine wunderschöne Analoguhr. Die war bis zur Modellpflege nur dabei mit den Lines, also mit einer Avantgarde zum Beispiel oder auch der AMG-Line. Nach der Modellpflege ist die aber leider weggefallen. Da hat der Mercedes dann gesagt, nee, das passt nicht mehr zur ganzen Digitalisierung, hier eine schöne Analoguhr zu haben. Ich finde es schade, aber gut. Hier ist ein Ablagefach, was ich euch später zeigen werde. Hier habe ich dann den großen Block, den ich euch eben auch schon mal eingeblendet habe, mit dem Touchpad zum Beispiel, was hier so drüber hängt, über dem Controller, den ich euch schon gezeigt habe. Auf der linken Seite habe ich dann hier auch die Einstellmöglichkeit für das Dynamic Select System, was serienmäßig ist. Da habe ich dann verschiedene Einstellungen auch. Da muss ich wahrscheinlich mal kurz den Motor starten. Das mache ich auch direkt mal, weil ich muss euch eh gleich mal das Getriebe dann nochmal direkt zeigen. Hier kann ich dann verschiedene Sachen einstellen. Sport, Sport Plus zum Beispiel. Individual, was ich mir anpassen kann. Eco habe ich dann auch nochmal, wenn ich ganz runtergehe. Oder auch Komfort. Ne? Das sind ja die verschiedenen Fahrprogramme, die ich habe. Ich bleibe jetzt hier mal im Dynamic Select Komfort. Genau, dann zeige ich euch noch verschiedene andere Sachen. Hier haben wir die Einparkhilfe, die wir ausschalten können. Die war auch optional zu haben, hat unser Modell dabei. Die können wir hier, wie gesagt, deaktivieren oder aktivieren, wenn ich den Rückwärtsgang einlege zum Beispiel. Ne? Da seht ihr das hier auf dem zentralen Display. Wir haben auch hier dabei die Rückfahrkamera, die wirklich auch ein gutes Bild hat. Und ich habe hier auch noch verschiedene Anzeigemöglichkeiten, wenn ich zum Beispiel einen Anhänger koppeln möchte, ne? Auch sehr praktisch. Oder hier so ein gesamtes Umfeld, was ich mir angucken kann. Oder auch verschiedene andere. Das finde ich wirklich sehr, sehr praktisch dabei. Wir haben ansonsten dann auch natürlich eine 360-Grad-Kamera oder auch sogar das Remote Parking. Ich kann mich noch an die Präsentation in meiner Mercedes-Benz-Niederlassung in Berlin erinnern, wie das gezeigt wurde. Da stand Matthias Malmedy auf der Bühne und hat dann die E-Klasse mit dem Smartphone aus einer engen Hofeinfahrt heraus jongliert und niemand saß im Auto. Das war schon damals eben ein Highlight und ist es bis heute natürlich auch. Genau, ansonsten hier noch weitere Tasten drumherum. Wie gesagt, die Kameras können wir hier nochmal aktivieren und deaktivieren und auf der rechten Seite Infotainment-System ausschalten und hier auch nochmal die Kopfstützen für hinten nochmal abklappen. Das haben wir hier auch nochmal drauf, typisch mit Mercedes, und den Lautstärkeregler auf der rechten Seite. Gut, ich schalte den Motor wieder aus. Wir wollen ja hier umweltfreundlich sein und ich kann euch noch sagen, dass wir bei den Lines immer, also Avantgarde oder AMG-Line, eine 64-farbige Ambientebeleuchtung serienmäßig haben. Ich gucke mal, ob ich die euch noch einblenden kann. Ist natürlich recht hell heute. Da habe ich hier verschiedene Konturbeleuchtungen in der Instrumententafel oder auch in den Türen. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Oder auch hier unten an der Mittelkonsole. Also das ist dann wirklich auch sehr schick umgesetzt. Mercedes hat einen Ruf zu verlieren, wenn es um die Qualität des Innenraums geht. Und so ist das auch noch nach 160.000 Kilometern. Wir haben hier oben aufgeschäumte Materialien in der Türtafel bis hier unten. Da haben wir dann auch so ein bisschen Leder an der Seite dran. Und erst hier unten ist dann der harte Bereich, der aber auch noch ein bisschen geschäumt ist. Also wirklich sehr, sehr schön. Auch hier unten ist das noch geschäumt am Instrumententräger. Und hier oben dann natürlich auch. Bis hier drüben. In der Mitte habe ich hier eine Dekorleiste. Serienmäßig war in der Basis-E-Klasse zu Beginn so ein brauner Effektlack. Gab es später eine silberne Optik dann, ab der Modellpflege glaube ich auch. Die Lines hatten immer Aluminium serienmäßig, also wie bei uns zum Beispiel hier, auch bei der Avantgarde dabei. Auch gab es natürlich darüber hinaus Holzblenden, das zum Beispiel in typischer Wurzelholzoptik oder auch so ein offenporiges Holz, Esche zum Beispiel,
was ich sehr schön finde, weil es ist ja nicht so ein klassisches, schmiesiges Wurzelholz, sondern so ein offenpoliges, was ich wirklich sehr, sehr schön finde. Hier unten haben wir dann Klavierlackoptik. Gut, darüber scheiden sich die Geister. Und hier seht ihr das, was ich immer auch schon in Neuwagentestberichten meine. Man sieht irgendwann natürlich, dass es nicht mehr so schön aussieht. Wir haben hier verschiedene Kratzer drauf. Das müsste man also mal aufpolieren oder vielleicht auch eine andere Blende kaufen, hier drüber packen oder eben auch rüberkleben. Da gibt es ja auch so Lösungen für, ja, das sieht halt irgendwann nicht mehr so schön aus, wenn der Wagen eben ein bisschen älter ist. Wir haben Lederlenkrad. Da sieht man auch so ein bisschen die Laufleistung, aber das glänzt halt nur, es ist nicht defekt oder so. Was ich schön finde, es ist weich. Es ist wirklich sehr schön weich und wir haben ein schönes Gefühl hier. Genau, Qualität ist auf jeden Fall gut hier in der Mercedes E-Klasse. Genau, ansonsten haben wir dann auch verschiedene Funktionen natürlich. Hier unten haben wir Ablagefächer an den Türblenden. Da habe ich eine Flasche drin. Leider hält die nicht so gut hier drin. Das ist so ein bisschen wackelig umgesetzt. Aber es ist auch nur bis hier hinten. Ich kann da keine Warnweste oder so reinpacken. Das geht leider nicht. Hier unten habe ich kein Handschuhfach für den Fahrer. Hier oben auch nichts weiter. Das nächste große Ablagefach habe ich dann hier in der Mitte. Da habe ich dann die Möglichkeit, auch mein Smartphone reinzulegen und induktiv zu laden. Mein Handy ist ja das Galaxy S21 Ultra. Oh, und da habe ich jetzt hier schon das Problem. Ha, dass es nicht passt. Guckt mal, ich habe hier unten unter meinem Handy so ein bisschen Platz, da kann ich auch einen Finger reinstecken und ich würde vermuten, mein Handy lädt da auf keinen Fall. Da ist, glaube ich, auch das Fach hier, was ich zum Laden benutzen kann, größer geworden mit der Modellpflege. Ne, das kam da dazu, weil die Handys halt auch immer größer werden. Ne? So ein iPhone 4 passt ja halt noch rein, ne? Aber was anderes halt nicht. Gut, da oben haben wir noch einen USB-Anschluss dran und hier auch nochmal einen NFC-Tag zum Verbinden des Fahrzeugs sozusagen und hier auch nochmal ein Flaschenhalter auf der rechten Seite mit Abstandshaltern auch. Ne? Meine Flasche kippelt ja trotzdem so ein bisschen, weil die nicht so groß ist. Aber breitere Flaschen würden da gut Halt finden. Den Controller habt ihr gesehen. Serienmäßig war auch immer eine Mittelarmlehne. Ne? Die haben wir hier dabei. Schön mit der Mercedes-Funktion, dass wir hier alles öffnen können. Da liegen noch zwei Feuerzeuge drin. Ich kann euch aber sagen, das Auto ist kein Raucherfahrzeug. Ich rieche zum Beispiel hier keinen Rauch drin, außer ich habe einen schlechten Geruchssinn, aber das nicht. Könnte man mal einmal einen Staubsauger reinhalten, aber ist kein Problem. Wir haben hier zwei USB-Anschlüsse und auch eine SD-Karten-Slot. Nochmal die Möglichkeit dafür. Dann gibt es hier auch ein Handschuhfach natürlich. Hier seht ihr auch nochmal, welche Möglichkeiten ihr habt, den Preis des Autos zu finden. Und hier habt ihr nochmal ein Handschuhfach. Was jetzt nicht so riesig ist, das endet hier schon relativ früh. Aber da hinten geht es ja ein bisschen weiter. Und hier oben haben wir noch eine Beleuchtung drin. Ne? Und es ist auch schön mit Filz ausgekleidet. Da klappert also nichts umher. Und ich finde das Täschchen hier auch nett als Bordmaterial nochmal. Ne? Da packe ich das hier wieder rein. Und genauso gut auch hier diese beiden Zettelchen. Gut, das geht zu. Übrigens auch der Deckel ist schön mit ein bisschen aufgeschäumtem Material versehen. Dann gibt es auf der rechten Seite Türtafel genauso wie links. Ziemlich genauso sogar, weil wir auch ganz viele ähnliche Funktionen haben. Wir gehen zum Dachhimmel. Es gab optional ein Schiebedach oder auch ein Panoramadach. Das haben wir hier nicht dabei. Was ich aber praktisch finde, sind eines Teils natürlich die Sonnenblenden. Ich habe gerade schon was anderes gesehen. Die Sonnenblenden hier, ne, die kann ich aufklappen, habe eine kleine Schminkbeleuchtung hier oben auch dran und auch einen Clip auf der rechten Seite. Praktisch finde ich vor allem hier in der Mitte dieses Brillenfach. Das finde ich immer sehr cool. Gibt es in viel zu wenigen Autos, finde ich, wo ich meine Sonnenbrille einfach vernünftig hinpacken kann. Das geht hier zum Beispiel. Hier oben habe ich dann auch verschiedene Lichteinstellmöglichkeiten. Ne? Ich kann das Licht hier einmal komplett einschalten, zum Beispiel hier, auch mit der schönen Diamantoptik hier. Ne? Und eine SOS-Funktion habe ich und Mercedes Me nochmal hier drauf. Und wie gesagt, hier nochmal die Beleuchtung, ne, die ich hier auch habe. Der Innenspiegel ist optional abblendbar, also automatisch abblendbar mit einem Paket, wie ich vorhin schon sagte. Und dann haben wir hier noch ein Hinweis vom Dat Autohus und genauso auch hier ein Schminkspiegel mit der Beleuchtung und einem kleinen Clip dran. Preise und Angebotslage bei der Mercedes E-Klasse der aktuellen Generation. 2016 kostete die Basislimousine der Mercedes E-Klasse etwas über 45.000 Euro. Dann habt ihr den E200 Benziner bekommen mit 184 PS und der neuen G-Tronic. Warum das? Weil der nur in meiner Preisliste vorhanden war. Als Schalter könnt ihr davon ausgehen, dass der Wagen noch ein bisschen günstiger war. Heute kostet eine Mercedes E-Klasse dann aber als E200D, also als 160 PS Diesel, weil das die günstigste Variante ist, etwas über 51.000 Euro. Der Kombi, das T-Modell, kostet immer etwa 4.000 Euro mehr, je nach Motorisierung, etwas schwankend.
Wenn ihr in den gängigen Börsen schaut, mobile.de oder auch Autoscout24, dann seht ihr ungefähr 10.000 Mercedes E-Klassen ab Modelljahr 2016. Der Kombi-Anteil liegt dabei bei ungefähr 50% übrigens, das ist auch ganz interessant. Wir starten bei Preisen schon bei knapp 11.000 Euro. Dann habt ihr aber auf jeden Fall ein Auto in Hellelfenbein, nämlich ein Taxi. Natürlich eine Limousine, die auch relativ karg ausgestattet und mit vielen Kilometern. Vernünftige Exemplare bekommt ihr ungefähr ab doppelt so viel, also ab 22.000 Euro. Die Modellpflege steht beim Händler ab ungefähr 40.000 Euro, weil die relativ neu noch ist. Ihr habt verschiedene Lines, die ihr wählen könnt bei der Mercedes E-Klasse. Die Basisvariante eines Teils zum Beispiel den Avantgarde, die Exklusivline oder auch die AMG-Line. Immer serienmäßig in jeder Mercedes E-Klasse war ab 2016 die Zwei-Zonen-Thermatik, das Audio 20 Infotainment-System, Pre-Save zum Beispiel und auch ein Notbremsassistent. Wenn ihr heutzutage eine Mercedes E-Klasse als Neuwagen kauft, habt ihr auch mindestens dann schon die Avantgarde-Line, also die höherwertigere Ausstattung und auch zum Beispiel LED-Scheinwerfer, genauso wie ein Navigationssystem. Das relativiert auch so ein bisschen den höheren Preis, was ich eingangs erwähnt hatte. Ein Muss, wenn ihr euch eine Mercedes E-Klasse kauft, sind in meinen Augen auf jeden Fall LED-Scheinwerfer, Navigationssystem, eine Sitzheizung zum Beispiel und auch eine Einparkhilfe. Sehr beliebt sind auf dem Gebrauchtwagenmarkt natürlich Modelle mit dem Widescreen-Display, also den beiden großen Displays, Ledersitzen und noch verschiedenen Assistenzsystemen. Sehr seltene Exemplare haben natürlich auch dann die Designer-Varianten, die nochmal besondere Materialien oder auch verschiedene Außenfarben oder Felgen haben. Genauso wie auch selten ist die Multikontursitze zum Beispiel oder auch die Servoschließung für die Türen, das ist auch noch ein ganz seltenes Extra. Eine Alternative zum normalen Kombi sind die All-Terrain-Varianten. Das sind einfach höher gelegte Kombis mit Offroad-Optik, die auch immer ein Luftfahrwerk und 4MATIC-Allrad dabei haben. Richtig krass sind natürlich die AMG-Varianten, die es von der E-Klasse auch gibt. Da habt ihr einfach mal eine bequeme Limousine mit bis zu 612 PS oder auch als Kombi, auch sehr interessant. Davon gibt es ungefähr 900 in Deutschland aktuell in den Börsen. Die starten dann bei so ungefähr 35.000 Euro, dann aber die kleineren AMG-Varianten. Welches Auto haben wir aber heute dabei? Das hier ist ein Gebrauchtwagen vom DAT Autohus hier aus Berlin-Hoppegarten. Dahin vielen Dank für die Bereitstellung des Testwagens auf jeden Fall. Wir haben hier ein E300D T-Modell. Der hat, wie gesagt, 245 PS. Wir haben eine schöne Ausstattung dabei. Hier wurde noch ein bisschen mehr gewählt als die Serienvariante. Zum Beispiel, das ist ein Avantgarde hier. Wir haben das Widescreen Cockpit. Wir haben die Distronic dabei, also die automatische Abstandsregelung und zum Beispiel auch Ledersitze. Also eine sehr, sehr schöne Ausstattung. Und zum Beispiel auch mein Highlight, das Burmester Soundsystem, genauso wie die Multikontursitze. Also sehr, sehr schöne Ausstattung. Das Auto hier ist von Oktober 2018, da war seine Erstzulassung. Und wir haben auf dem Tacho stehen 163.000 Kilometer. Das Auto steht beim DAT Autohus für 27.980 Euro. Den Link zum Auto wie zum Autohaus findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Kennt ihr den blöden Spruch, Autos fängt mit A an und hört mit O auf? Wahrlich abgedroschen, aber irgendwo ist da doch was Wahres dran, denn nach der Anschaffung verursacht so ein Auto ja viele Folgekosten. Da können Reparaturen dabei sein, Wartungen, der Sprit natürlich, die Steuer, aber auch die Versicherungen. Und gerade bei den Versicherungen habt ihr einen großen Part, den ihr entweder Viertel, Halb oder jährlich zahlen müsst, da habt ihr immer natürlich die Wahl, wenn ihr euch ein neues Fahrzeug kauft oder wenn ihr zum jedem Jahresende kündigen könnt und dann zum 30.11. eure Versicherung wechseln könnt. Und da gibt es natürlich noch ganz viele verschiedene Arten, die Haftpflicht, die Teilkasko, die Vollkasko, aber natürlich auch verschiedene andere Sonderleistungen, die eure Preise und die Leistungen, die ihr von der Versicherung erwarten könnt, dann natürlich betreffen. Blickt ihr dann noch richtig durch? Auf jeden Fall empfehle ich euch dafür die App Clark. Bei Clark legt ihr euch einfach in der App einen Account an und gebt eure aktuelle Versicherungssituation an. Also ihr gebt einfach alle Versicherungen ein, die ihr aktuell habt. Im Hintergrund prüfen dann eure Clark-Berater, die komplett digital sind, aber echte Menschen dahinter sind und die einfach dann eure Situation prüfen, euch bewerten, seid ihr unter- oder sogar überversichert und habt ihr vielleicht irgendwo Einsparpotenzial oder auch bessere Leistungen, die ihr bekommen könnt. Aber nicht nur das, auch im Kündigungswunsch oder im Schadenfall stehen euch die digitalen Clark-Berater zur Seite und helfen euch. Ihr bekommt zum Beispiel auch eine Push-Nachricht, wenn eure Kündigungsfrist für eine Versicherung abläuft.
Das Beste, diese fundierte Beratung ist für euch kostenlos. Also, das System klar kann sich richtig lohnen und für euch auch noch gleich doppelt. Denn wenn ihr bei eurer Anmeldung den Code 4Räder eingebt und dann noch 3 aktuell bei euch bestehende Versicherungen angebt, werden diese Nachprüfungen freigeschaltet und ihr bekommt von Clark einen 45€ Shopping-Gutschein geschenkt. Richtig cool, oder? Also gleich App downloaden und los geht's, eure Versicherungen vergleichen. Mehr Infos über Clark gibt es da unten in der Videobeschreibung. Wir steigen in den Fond der Mercedes E-Klasse als T-Modell und da könnte man natürlich jetzt witzeln, ist hier ein typischer Taxiplatz. Ja, das kommt aber nicht von ungefähr, denn wir haben hier echt viel Platz hier hinten in diesem Auto. Der Beifahrersitz ist jetzt auf eine Körpergröße von 1,80 Meter eingestellt. Also da vorne könnte ich quasi nochmal sitzen. Und ich habe jetzt hier vor meinen Knien noch, ja, glaube ich, 25 oder 30 cm Platz bis zum hart verschalten Rücksitz. Also das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ich sitze allerdings auch recht tief in dem Auto, habe aber dann über meinem Schädel noch gut und gerne 2 Fäuste Platz. Und zur Seite hin geht das auch super in Ordnung. Also Platz habe ich hier in dem Auto auf jeden Fall. Dann kommen wir zur Ausstattung. Ich habe hier oben einen Angstgriff, genauso auch wie eine Leselampe, die auch gleichzeitig die Innenraumbeleuchtung als Einstiegsbeleuchtung ist. Dann habe ich hier noch einen kleinen Kleiderhaken und die Möglichkeit, das Gepäcknetz einzuhängen. Genauso auch da vorne einen Kleiderhaken. Ich hätte, wenn ich in dem Auto die 3-Zonen-Thermotronik hätte, auch hier hinten Lüftungsdüsen. Die habe ich hier aber nicht. Ich habe nur welche in der Mitte. Dafür habe ich dann schön aufgeschäumte Materialien auf den Türblenden. Auch alles schön voll verkleidet. Also ich sehe hier kein Blech von innen, das finde ich sehr schön. Hier gibt es dann diese Alublende und 2 Lautsprecher vom Burmester Soundsystem, einen Türöffner und auch hier ein Fensterheberschalter natürlich. Auch alles schön gemacht mit dem Leder teilweise hier und auch der leichten Schäumung, selbst hier im unteren Bereich, was ich sehr schön finde. Nicht serienmäßig, aber mit dem Ablagepaket dabei habe ich hier diese Lehnentaschen, die habe ich hier auf beiden Seiten an den Sitzlehnen dran. In der Mitte, wie eben schon erwähnt, habe ich Lüftungsdüsen, die ich hier auch öffnen und schließen kann. Die sind serienmäßig gewesen. Wenn ihr die 3-Zonen-Thermotronik habt, habt ihr hier unten auch nochmal eine Einstellbarkeit für die 3. Klimazone für hinten da dementsprechend. Unten gibt es eine kleine Klappe, da ist ein 12-Volt-Anschluss dabei. Auf der linken Seite sowas wie ein Aschenbecher, es ist aber kein Aschenbecher. Optional wäre auch noch gar zu haben gewesen, eine 230-Volt-Steckdose. Wir kommen in die Mitte hier der Sitze, übrigens hinten auch die schöne Lederpolsterung und bei dem Auto übrigens sehr bemerkenswert, hier ist selbst noch die Schutzfolie auf den Einstiegsleisten drin, also hinten saß hier wahrscheinlich kaum jemand. Wir haben dann eine Mittelarmlehne, die immer serienmäßig war. Hier vorne gibt es dann auch so einen kleinen Cupholder, wo ich auch ein Getränk reinstellen könnte zum Beispiel. Ne? Das ist hier mit dran, auch serienmäßig dabei gewesen. Oben gibt es auch noch ein Ablagefach. Da sind noch ein paar Kleinigkeiten drin hier zum Beispiel, wo wir hier was ablegen können. Das Ganze wieder zu und dann gibt es an den Sitzen übrigens auch noch Isofix dran. Da habe ich hier aber so kleine Kappen dran, die ich erstmal abfriemeln muss. Ne? Das finde ich immer so ein bisschen unpraktisch. Aber immerhin sind verkleidet. Die Gurtpeitschen sind starr, da können sich Kinder gut anschnallen. Und der Mittelgurt kommt ja auch direkt von der Sitzbank, was ich immer sehr praktisch und schön finde. Gut, ja, ansonsten, ne? Beleuchtung habe ich schon erwähnt. Ich gehe nochmal in die Mitte. Und merke natürlich, ich habe hier ein Auto mit Hinterradantrieb und damit schon einen breiten Mitteltunnel. Also ich muss hier schon relativ kurios sitzen und klaue auch so ein bisschen den außensitzenden Platz in den Fußräumen. Trotzdem könnte ich natürlich auch eine Strecke hier hinten verbringen. Das kommt natürlich daher, dass das Auto relativ breit ist und man hat hier doch ein bisschen Platz. Ich würde lieber aber trotzdem zu viert verreisen in der Mercedes E-Klasse und den Wagen als Fünfsitzer nur für kurze Strecken nutzen. Mercedes Kombi und Platz, das sind 2 Sachen, die eigentlich in einem Satz erwähnt werden. Das passt auch ganz gut bei der Mercedes E-Klasse S213. Bei der ist die EasyPack-Heckklappe, die automatisch öffnet, immer serienmäßig dabei. Und auch ein Kofferraumvolumen von 640 bis 1820 Liter. Das ist eine Menge, aber etwas weniger als beim Vorgänger. Der S212 hatte noch 55 Liter mehr Kofferraumvolumen. Die Limousine, wenn ihr die W213 habt, dann habt ihr übrigens ein Kofferraumvolumen von 540 Liter im Mindestvolumen.
Und wir haben dann auch natürlich die Möglichkeit, eine Anhängerzugvorrichtung zu bestellen. Der Wagen hat die auch dabei. Die Möglichkeit, die auszuklappen, ist nicht hier an der Blende dran, sondern direkt hier an der Heckklappe. Da kann ich ja immer einen Schalter betätigen und dann habe ich hier eine elektrische, schwenkbare Anhängerzugvorrichtung. Die fährt dann hier direkt aus. Da ist sie jetzt angekommen und ich habe in dem Modell dann hier eine Anhängerlast von maximal 2,1 Tonnen. Ich lasse euch die Anhängerzugvorrichtung gleich mal ausgeklappt, damit ihr da seht, wie das hier aussieht. Übrigens hier auch eine schöne Blende in Edelstahl und da haben wir bei dem Auto auch sogar noch die Schutzfolie drauf. Finde ich auch mal sehr interessant. Könnt ihr also der Erste sein, der die abzieht. Genau, wir haben hier das Kofferraumvolumen dann dabei. Wir haben verschiedene Sachen, serienmäßig und optional. Natürlich ist serienmäßig das Laderaumrollo, was wir hier auch dabei haben. Das schwenkt automatisch nach oben, wenn ich die Heckklappe öffne. Finde ich auch ein sehr cooles Extra. Und serienmäßig dabei ist auch ein Netz. Das können wir da nochmal spannen. Da seht ihr hier diese Aufnahmen zum Beispiel, wo ihr das hochziehen könnt und dann oben dann fixieren. Das geht da genauso gut, aber auch vorne, wenn ihr zum Beispiel jetzt durchladen wollt. Und ihr könnt das direkt hinter den Vordersitzen dann auch spannen. Gut, dann gibt es hier auch einen Boden, den wir öffnen können. Wir haben hier nicht das optionale Ablagepaket, das könnten wir auch noch haben. Dann hätten wir hier zum Beispiel auch noch so eine Art Einkaufskorb drin. Was ich aber sehr praktisch finde, sind auch die Unterbringungsmöglichkeiten von dem Warndreieck und der Abschleppöse hier direkt hinten der an der Ladekante dran. Genau, das Ganze machen wir wieder zu. Dann gibt es noch verschiedene Verzurrösen, hier zum Beispiel und auch dort an der Seite, ne, da haben wir auch noch welche. Dann gibt es hier eine 12-Volt-Möglichkeit, die serienmäßig ist. Ein paar Kleiderhaken, genauso gut auch eine Beleuchtung hier oben dran, finde ich sehr schön umgesetzt. Und auch dort nochmal an der Seite, genauso wie da auch nochmal der Kleiderhaken. Hier ein Netz dran, da läuft wie gesagt das Rollo drin, ne, jetzt gerade. Das geht aber natürlich dann auch, wenn wir das hier rausnehmen, wenn ich das ganz nach unten ziehe. Und dann kann ich das hier auch einmal so machen und dann nach hinten gleiten lassen. Und dann habe ich hier auch den ganzen Blick auf den Kofferraum. Ich kann übrigens auch die Rücksitze direkt von der Seite hier entriegeln und umschmeißen. Das ist sehr, sehr praktisch. Die sind vorgespannt, da betätige ich den Taster einmal. Auf der linken Seite fallen jetzt 60%. Das könnte ich aber auch nochmal in 40 und 20% teilen. Und genauso gut auch auf der rechten Seite. Ne? Da kann ich nochmal die 40% hier umklappen. Ne? Diese Tasten befinden sich nicht nur hier, sondern auch an den Türen. Oder nicht an den Türen, sondern quasi auf der Seite nochmal neben den Sitzbänken. Das finde ich auch sehr praktisch. Und hier auch nochmal so ein kleines Band, wo ich was befestigen kann. Also die E-Klasse ist wirklich ein sehr, sehr praktischer Kombi. Zum Schluss noch zwei Besonderheiten beim Kofferraum. Wir haben hinten bei der Mercedes E-Klasse beim T-Modell immer eine Niveauregulierung, also eine Luftfederung serienmäßig. Und wir haben auch noch die Möglichkeit gehabt, eine Klappsitzbank zu bestellen für hinten. Also der Wagen kann auch als Siebensitzer genutzt werden dann. Die ist allerdings gegen der Fahrtrichtung montiert und da können nur Kinder mit bis zu einer Körpergröße von 1,15 Meter sitzen. Einfach, weil es bei der E-Klasse so interessant ist, messe ich euch noch mal kurz den Kofferraum aus. Ich habe hier in dem Auto eine Breite an der schmalsten Stelle, also zwischen den Radkästen, von über 1,10 Meter, also sehr, sehr gut. Wenn ich jetzt die Sitzbank aufgestellt habe hinten, habe ich dann hier eine Länge von mindestens 1,13 Meter, also auch sehr, sehr gut. Bis dahin, wo der Sichtschutz läuft, das ist ungefähr hier, habe ich eine Höhe von 42 cm. Und dann habe ich natürlich noch die Möglichkeit umzuklappen. Das habe ich jetzt nämlich mal getan. Der Beifahrersitz ist ganz nach vorne gestellt und da habe ich jetzt eine Länge von 2,19 Meter. Also ich kann hier echt gut etwas einladen. Und dann habe ich da natürlich auch noch eine Ladekante, die messe ich jetzt mal aus. Da habe ich dann hier etwa eine Höhe von 57 cm. Wir kommen zu weiteren typischen Schwachstellen bei der Mercedes E-Klasse, die nicht die Antriebe betreffen. Da haben wir vorne eine Achskonstruktion bei der E-Klasse, nämlich eine Doppelquerlenkerachse. Und die Querlenker fallen gerne mal auf, auch zum Beispiel bei der Hauptuntersuchung, dadurch, dass sie ausgeschlagen sind und dann eben ersetzt werden müssen. Wenn es vorne knackt beim Einschlagen und zum Beispiel Befahren eines Bordsteins, dann kann entweder ein Reparatursatz notwendig sein, den es von Mercedes-Benz gibt, oder sogar ein neues Lenkgetriebe. Also darauf bitte achten. Fahrt mal bei der Probefahrt über so einen Bordstein, natürlich immer ganz piano und langsam und achte darauf, was hier vorne, wie es klingt. Da kann auch gerne mal ein Fehler sein.
Nicht Mercedes-like, aber leider vorhanden bei der E-Klasse dieser Generation, sind hier und da Verarbeitungsmängel. Zum Beispiel sitzt dann mal eine Gummilippe nicht sonderbar gut an der Karosserie oder Teile sind nicht gut eingepasst, wie zum Beispiel die Scheinwerfer. Das kann leider auch mal vorkommen, deswegen guckt euch genau euer Auto an. Das Fahrzeug sieht hier wirklich sehr gut aus, aber es gibt auch andere, ne, wo die Teile eben nicht so gut eingepasst sind. Das muss dann teilweise nachjustiert werden. Ne? Da kann es dazu sogar mal kommen, dass die Einstellung der Scheinwerfer falsch ist und ihr fragt euch bei der HU, hä, warum das denn? Ich habe doch nichts verstellt. Die kann man doch gar nicht verstellen, sonderbar. Aber dann liegt es einfach daran, dass die Teile nicht gut eingepasst sind. Wir haben dann auch weiterhin eine Schwierigkeit mit dem Spiegel hier. Witzigerweise sitzt nämlich bei der Mercedes der GPS-Sender oder der GPS-Empfänger primär im Außenspiegelgehäuse auf der linken Seite. Und das wird gerne mal nass innen und dann gibt es Fehlfunktionen beim GPS. Dann zeigt euch der Wagen zum Beispiel an, ihr steht woanders, wo er eben gar nicht steht. Ich habe die Seiten gewechselt und zwar zu den Scheibenwischern, weil ich hier nämlich näher dran stehe. Die haben auch gerne mal eine Problematik und zwar mit dem Scheibenwischermotor. Der läuft da nicht mehr synchron. Dann habt ihr nämlich die Schwierigkeit, wenn die beiden Scheibenwischer, die ja hier so eng beieinander liegen, nicht mehr synchron laufen, dann können die euch das ganze Auto beschädigen, wenn ihr zum Beispiel mal so ein Wischerblatt euch quer übers Dach fliegt oder auch die Frontscheibe beschädigen. Damit aufpassen, also macht bei der Probefahrt gerne mal den Scheibenwischer an und guckt mal, ob da noch alles synchron läuft. Weiter geht es im Innenraum mit typischen Mängeln. Wir haben hier einmal die Parkbremse, die auch gerne mal einfach Mängel aufweist. Aber warum? Das ist eigentlich mehr nur die Benutzung des Autos, denn die meisten der E-Klasse sind natürlich Automatikfahrzeuge und die meisten Menschen nutzen einfach die P-Stellung des Getriebes und nehmen nicht die Parkbremse. Und damit wird die einfach fest mit der Zeit und muss dann wieder freigängig gemacht werden. Eine Möglichkeit, was wir nicht haben, ist das Artico Kunstleder. Das ist so ein typisches Kunstleder bei Mercedes-Benz. Das reißt gerne mal ein. Gerne hier zum Beispiel an den Seiten, wo man eben einsteigt. Das Prüfen müsste man dann leider instand setzen. Wäre nicht ganz so schön. Und auch so eine Verarbeitungssache könnten diese Leisten hier sein im Cockpit. Hier ist alles gut, nur in der Mitte merkt man so ein bisschen, dass es ein bisschen knarzen kann. Hier in der Mitte nicht, aber hier zum Beispiel oben in der Mitte. Ich habe euch mal ein bisschen rangeholt. Verschiedene Sachen betreffen nämlich auch das Infotainment-System. Da ist zum Beispiel mal die Handykopplung so ein bisschen schwierig. Ne? Da muss auch ein Software-Update passieren. Was auch gerne mal Schwierigkeiten hat, ist das Touchpad, wo ich ja gerade drauf ruhe. Das kann gerne auch mal Fehlfunktionen haben. Da muss teilweise dann sogar diese Einheit hier ersetzt werden. Also das unbedingt auch mal prüfen bei eurer Besichtigung des Fahrzeuges. Gut, ja, und verschiedene Rückrufe gab es auch noch bei der Mercedes E-Klasse, die andere Sachen noch betrafen als die Motoren. Da haben wir zum Beispiel hier die automatische Kindersitzerkennung auf der Beifahrerseite, die Verriegelung der Rücksitze oder auch die Servolenkung. Aber diese Sachen sind alle, wie gesagt, in der Mercedes-Werkstatt abgestellt worden. Schaut dazu am besten ins digitale Serviceheft. So, raus aus dem großen Verkehr, rein hier in die kleinen Landstraßen nach Berlin und Brandenburg. Jetzt fahren wir gleich wieder durch eine kleine Ortschaft hier durch und man merkt bei dem Auto nicht viel von dem Verschleiß. Klar, wir haben 160.000 Kilometer, die gehen an einem Auto nicht spürbar, nicht spurlos vorbei. Bei dem Auto hier ist es aber kaum spürbar wirklich. Ne? Wir haben so ein leises Fahrwerk, wir haben auch gerade im Bereich der Vorderachse, wo die Querlenker gerne mal Probleme machen. Keine Probleme, kein Klappern oder so, kein Schlagen. Das fährt sich damit noch wirklich sehr schön und er hat auch einen guten Antritt noch. Das gefällt wirklich gerade mit den 500 Newtonmeter. Also wenn man da das Pedal krumm macht, sage ich mal, dann kommt auch wirklich was an. Wir kommen zu den Fahrwerken in der Mercedes E-Klasse und serienmäßig ist das System Agility Control. Was kann das System? Das System analysiert mein Fahren, könnte man fast sagen, hat viele Sensoren dabei, so dass es immer den besten Fahrkomfort, aber auch die beste Agilität für mich rausholt, auch die beste Dynamik. Und das finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Das ist einfach mal serienmäßig beim W213 gewesen, allen Varianten, also auch hier im Kombi. Und fällt sich damit wirklich sehr gut, auch hier außerordentlich. Ich komme jetzt endlich mal in andere Geschwindigkeitsbereiche immerhin hier. Und das Schlagen sind hier übrigens die ganze Zeit Kastanien. Das ist ein bisschen unschön, kann natürlich auch mal für Dellen sorgen. Gut, wir fahren hier mal ein bisschen über die Landstraßen. Ne? Das haben wir serienmäßig, Agility Control. Jetzt könnte er zum Beispiel so einstellen, dass er doch ein bisschen härter ist bei einer guten Straße hier und für mich eben eine bessere Straßenlage hat und das hat er auch sehr gut. Das Schöne ist auch, ich habe einen tollen Geradeauslauf noch. Das Lenkrad steht gerade, das habe ich bei ganz vielen Gebrauchtwagen, die ich teste, nicht. Das ist hier noch sehr gut. Und wir haben darüber hinaus natürlich noch andere Fahrwerke. Ne? Also wir haben dann auch ein Luftfahrwerk, die Air
Body Control, die gab es auch für diese Mercedes E-Klasse. Da ist das dann auch das Ganze verstellbar. Bei unserem Auto hier ist das Ganze nicht einstellbar. Ne? Ich habe hier das Dynamic Select, aber das geht nicht darauf ein, sage ich mal so, sondern das Fahrwerk ist immer so, wie es für mich eben am besten wäre. Und in der Basis ist das 15 mm tiefer gelegt sogar, also auch bei unserem Avantgarde hier. Wir konnten auch damals, wo das Auto neu bestellt wurde, theoretisch auch bestellen, dass diese Tieferlegung nicht ist. Das sind aber nur 15 mm und ich denke, einen großen Komfortnachteil wird das für mich hier nicht haben. Wir haben auch natürlich eine Lenkung, die wir einstellen können. Ich bin die Kurve jetzt gerade mal ein bisschen dynamischer gefahren. Da hatte der Wagen schon ein bisschen Seitenneigung. Klar, ich war jetzt aber auch gerade im Komfortmodus. Das habe ich in der Lenkung auch gemerkt. Da kann ich jetzt auch in Sport gehen natürlich hier über Dynamic Select und kann dann hier zum Beispiel auch eine direktere Lenkung haben. Bei der nächsten Kurve merke ich das dann vielleicht. Ich gehe jetzt mal direkt in Sport Plus. Mal gucken, wie das dann sich auswirkt. Er schaltet auch gleich einen Gang tiefer und ich habe hier dann auch eine etwas direktere Lenkung, wenn man das dann so einstellen möchte. Aber ich finde, Komfort passt zu dem Auto einfach immer sehr, sehr gut, weil es auch einfach ein komfortables Auto ist. Toll finde ich auch die Dämmung in diesem Auto. Ich steige einfach hier ein, schließe die Türen und habe ein Willkommen zu Hause Gefühl irgendwie fast in diesem Auto, weil es einfach so leise ist und damit wirklich sehr, sehr gut wirkt und viel Komfort hat. Zum Komfort des Autos auch unbedingt zu sagen, ich merke hier immer, wenn ich die Kurven fahre, jetzt hier bei der Testfahrt, wie gut diese Sitze einfach sind. Wenn ich zum Beispiel eine stärkere Linkskurve fahre, dann bläst sich das Polster hier an der linken Seite ein bisschen auf und dann habe ich damit eben einen besseren Seitenhalt. Das finde ich wirklich super, dass das hier möglich ist und die Sitze würde ich auf jeden Fall empfehlen, sind leider relativ selten zu haben bei der Mercedes E-Klasse, weil einfach nicht viele Autos damit ausgestattet wurden. Mercedes steht natürlich auch für die Sicherheit der Fahrzeuge. Da passt wieder mal der Spruch, das Beste oder nichts. Serienmäßig hat die Mercedes E-Klasse 2016 5 Sterne im Euro NCAP Crash Test erreicht. Das ist die Höchstwertung. Wir haben 7 Airbags in diesem Auto, inklusive eines Fahrerknie-Airbags. Und hintere Seiten-Airbags waren optional auch noch zu haben. Dann gibt es serienmäßig auch verschiedene Fahrassistenzsysteme, zum Beispiel einen Notbremsassistenten. Der ist serienmäßig in diesem Auto schon damals gewesen. Und auch das System Pre-Safe, sprich wenn ein Unfall nicht mehr vermeidbar ist, dann werden die Gurte gestraft, die Fenster geschlossen. Ihr kennt das schon, das ist ein sehr gutes System. Optional gab es natürlich alles, was gut und schön ist, zum Beispiel auch das System Distronic. Das mag ich ja sehr. Da haben wir hier nämlich auf der linken Seite die Tempomatenfunktion und die kann ich ja einmal einstellen. Der Wagen fährt jetzt genau die 80 km/h, die ich ihm eingestellt habe. Ich habe jetzt auch den Lenkassistenten aktiviert. Wenn Spuren erkannt sind, dann muss ich quasi nur noch im Fahrzeug bleiben und auch an der Lenkung sein. Der Wagen kennt jetzt auch gleich, dass hier 50 km/h ist, denn wir haben hier auch eine Verbindung zwischen dem Fahrassistenzsystem, dem Sign Assist und dem Distronic-System. Also er bremst jetzt runter, nicht zur Freude des Audis hinter mir, wenn ich hier gerade 50 fahre, aber hier ist ein Blitzer. Von daher ist das super, dass er mich hier gerade davor geschützt hat, sage ich mal so. Also die Kombination passt da sehr gut. Ich habe den Lenkassistenten hier dabei. Er firmiert auch bei verschiedenen Fahrzeugen der E-Klasse auch als Drive Pilot. Wenn du das so mal liest, ist das der Lenkassistent und funktioniert daher sehr gut. Er hält einen Abstand zum Vordermann, ich kann ihn verschieden einstellen und ist halt auch prädiktiv, übersetzt halt auch, was die Verkehrszeichen sagen oder der Straßenverlauf und nimmt das gleich in die Routenführung mit auf. Des Weiteren gab es in der Mercedes E-Klasse diesem Baujahr auch eine Müdigkeitserkennung. Später war die sogar serienmäßig. Wir kommen aber sonst zu den weiteren Assistenzsystemen. Wir haben auch einen Spurhalteassistent und bei dem ist auch sehr interessant, der hat in der späteren Laufzeit des Modells auch noch ein paar Updates bekommen. Zum Beispiel hat er ein kapazitives Lenkrad bekommen. Sprich, ich muss da nicht mehr an dem Lenkrad rucken, damit der Wagen weiß, okay, ich bin auch da, sondern es reicht, wenn ich hier so 2 Finger drauf habe zum Beispiel und dann erkennt er, okay, der Fahrer ist noch da, ich kann die Steuerung weiterhin übernehmen. Und der Spurhalteassistent wurde auch noch verbessert, um zum Beispiel eine Rettungsgassenfunktion, auch eine coole Sache, und auch eine SOS-Funktion, sprich wenn ich nicht mehr die Möglichkeit habe, das Auto zu steuern, würde der Wagen das dann in den Systemgrenzen übernehmen. Darüber hinaus haben wir zum Beispiel in dem Auto auch einen Totwinkelwarner, der war auch optional, da haben wir so ein kleines Dreieck in den Spiegelgläsern drin, das warnt mich halt auch zuverlässig vor Fahrzeugen im toten Winkel.
Optional gab es dann auch noch das System Pre-Save für die Seite. Serienmäßig war es ja schon bei normalen Unfällen, sage ich mal so. Und mit diesem Seiten-Pre-Save-System werden eben schon mal präventive Maßnahmen eingeleitet, dass meine körperlichen Schäden bei einem Seitenaufprall dann eben so gering wie möglich sind. Das Beste oder nichts. Ja, so eine Mercedes E-Klasse kann gerade als T-Modell ein tolles Fahrzeug und ein Traumauto sein mit viel Platz, Komfort und immer noch moderner Technik. Der 300D beweist, dass auch ein Vierzylinder in einer Mercedes E-Klasse durchaus standesgemäß sein kann. Leider trüben den guten Eindruck einige Qualitätsmängel, wie zum Beispiel bei der Verarbeitung, bei den Motoren oder beim Fahrwerk. Achtet bei der Besichtigung eures Lieblingsautos, eures Wunschautos auf jeden Fall darauf, fahrt das Auto ausgiebig Probe. Und wenn diese Mängel nicht vorhanden oder eben behoben sind, kann euer Auto euch sehr, sehr lange Freude bereiten. Es ist einfach ein sehr bequemes und solides Fahrzeug. Was meint ihr zur Mercedes E-Klasse S oder auch W213? Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Vielleicht fahrt ihr auch so ein Modell und könnt von euren Erfahrungen berichten. Schreibt das gerne unten in die Kommentare rein. Ich danke euch fürs Zusehen und auf jeden Fall auch dem DAT Autohus für die Bereitstellung des Testwagens für diesen Test. Sehr freue ich mich natürlich, wenn ihr mein Video kommentiert. Was hat euch gefallen? Was war gut? Was war vielleicht auch schlecht? Über Kritik freue ich mich da auf jeden Fall immer. Die auch bitte in die Kommentare schreiben. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich aber sehr auf das Gefällt mir unter diesem Video, auf das Teilen des Videos mit euren Freunden und Bekannten und das natürlich weiterhin kostenfreie Abonnieren meines Kanals. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder und schaut auf jeden Fall in die Clark-App rein. Es kann euch auf jeden Fall sehr sinnvoll sein und sich für euch lohnen. Bis dahin!